Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine Secret Location in FIFA 18 zeigen. Das Ganze ist ein Bug, den mir der Moskiller erklärt hat. Link zu seinem Channel ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Und was ich zu Beginn direkt sagen muss, Leute, bei einem Bug ist es so, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt extrem instabil ist. Und das heißt eben auch, bitte nicht beschweren, falls ihr da einmal rausgeschmissen werdet von FIFA 18. Das ist mir wirklich 5-6 Mal passiert, aber irgendwann habe ich es dann eben geschafft, an diese Secret Location zu kommen. Es sind eigentlich mehrere Secret Locations, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Man kann nämlich außerhalb des Stadions dann sein und man kann auch bei den Tribünen so reinrennen und so. Das ist richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal ungefähr an, wie das Ganze funktioniert. Und falls ihr mehr Glitches und Bugs auf meinem Kanal sehen wollt, auch wie man sie vielleicht ausführt, dann lasst den Daumen nach oben da und wir gehen jetzt mal direkt rein mit der Erklärung. Also Leute, ihr müsst einfach im ganz normalen FIFA 18 Menü rechts unten eben in die Trainingsarena reingehen. Davor müsst ihr aber euren Trainingsspieler bzw. euren Arena-Spieler auf Neymar umstellen. Das ist ziemlich wichtig. Es geht, glaube ich, auch noch mit Pogba oder so, aber Neymar ist auf jeden Fall safe. Mit dem habe ich es auch geschafft. Und dann müsst ihr jonglieren und dann mit dem rechten Stick nach rechts klicken, während ihr jongliert. Dann drückt ihr mit dem linken Steuerkreuz nach oben, sodass ihr einen Freistoß ausführt. Und jetzt seht ihr schon, what the fuck, Neymar hat einfach nichts mehr an. Neymar ist sozusagen jetzt nackt, ja, und dann müsst ihr genau das gleiche nochmal machen. Ihr jongliert wieder und während ihr jongliert, drückt ihr mit dem rechten Stick nach rechts, dann drückt ihr auf Options, dann drückt ihr auf Seite auswählen und geht auf die andere Seite, sodass ihr den Torhüter spielt. Ja, in diesem Beispiel, in dieser Beispielaufnahme habe ich Adrian ausgewählt. Mit dem ging das Ganze anscheinend nicht. Davor habe ich es mal mit Joe Hart aufgenommen und da ging das Ganze. Dann dazu kommen wir später nochmal. Und dann könnt ihr eben hier schon mal da reinrennen. Das kann man im Normalfall auch nicht. Und da hinten leuchtet er dann auch komisch. Und ihr seht auch schon, das Tor ist komplett verbuggt. Es bewegt sich einfach komplett komisch. Es sind keine Netze drinnen. Und ja, Freunde, jetzt ist eben sozusagen die Phase, wo ihr Glück haben müsst, wo ihr ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Glück haben müsst, dass ihr da rauskommt aus diesem Stadion. Ich würde euch raten, viel mit L2 und R2 zu arbeiten, also dass ihr viel mit L2 und R2 rennt und auch gut und gerne mal den Ball wegschießt. Was mir jetzt leider passiert ist in dieser Aufnahme, seht ihr gleich, und zwar ist das Spiel abgestürzt, weil es einfach komplett verbuggt war natürlich. In der vorherigen Aufnahme ist es wirklich 10-20 Minuten lang durchgelaufen, also ich konnte da wirklich überall herumlaufen und es ist nicht abgestürzt. Das heißt, Freunde, nicht aufgeben, falls das Spiel abstürzt, sondern einfach weitermachen, immer weiter probieren und eben den Anfangsablauf immer gleich machen und dann am Ende vielleicht mal was anderes testen. Vielleicht den Ball mal in die andere Richtung schießen, zum anderen Tor laufen und aber wichtig eben immer L2 und R2 drücken, damit ihr nicht immer zum Ball lauft, sondern wirklich einen eigenen Weg einschlagen könnt. Und wenn ihr dann eben ein bisschen herumprobiert habt, auch wenn es erst beim 5., 6. Versuch ist, dann kommt ihr irgendwann außerhalb des Stadions hin. Ich habe das Ganze halt, wie gesagt, nur kurzzeitig aufgenommen, während ich gestreamt habe. Da habe ich aber dann erst die Aufnahme gestartet, wo ich halt schon dort war, weil ich mir gedacht habe, das geht ja eh nicht. Aber es ging halt eben. Und da seht ihr jetzt eben die Aufnahme. Es ist richtig, richtig genial, wo wir da einfach jetzt mal sind. Das ist absolut crazy, finde ich. Ich meine, ihr müsst überlegen, ich laufe gerade außerhalb des Stadions in FIFA 18 herum und sehe das Stadion von außen. Ich kann sogar da diese Zwischenräume sehen, dann kann ich das dann ab und zu auch mal wieder ins Stadion reinschauen. Die Tore sind übrigens jetzt schon ganz abgebaut sozusagen und ich habe in dem Beispiel, wie gesagt, Joe Hart. Also ich würde euch raten, vielleicht auch Joe Hart zu nehmen und ich laufe hier gerade zu mir. Also ich drücke mit dem Controller zu mir, sodass ich eben weiter weglaufe. Und man kann natürlich jetzt auch wieder hinlaufen, man kann um das Stadion herumlaufen. Manchmal wird man dann aber wieder reingebackt, das heißt auf einmal bist du wieder drinnen. Da musst du dann wieder irgendwie zum anderen Tor laufen oder so. Wie gesagt, es gibt keine klare Abfolge, wie man jetzt wirklich ganz genau aus dem Stadion kommt. Aber ich habe es geschafft, das ist meine eigene Aufnahme, das war auch während dem Stream. Das Problem ist nur, ich habe den Stream dann gelöscht. Ja, das ist die Aufnahme über die PS4. Den Stream habe ich aber gelöscht, weil ich den immer lösche, weil ich die Musik nicht verwenden darf. Also wenn ich den Stream hochladen würde, dann würde ich einen Copyright-Strike kriegen. Deswegen muss ich die immer schnell löschen. Ob ihr mir das glaubt jetzt oder nicht, ist eure Sache. Aber das ist halt so, ihr wisst ja, ich spiele Copyright Music ab auf meinem Kanal, während ich streame, und deswegen muss ich die Streams löschen. Deswegen habe ich auch nicht mehr die aktuelle oder die originale Stream-Aufnahme, sondern nur noch eben die Gameplay-Aufnahme. Aber das ist genau die Aufnahme, die im Stream zu sehen war. Das können hoffentlich auch die ein oder andere in die Kommentare schreiben, die beim Stream dabei waren. Das wäre sehr, sehr hilfreich, damit das Ganze ja jetzt nicht so als Fake dargestellt wird. Und ja, ich laufe hier ein bisschen herum und ihr seht schon, man sinkt da so ein bisschen runter. Also da unten, ne?
Ja, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen reingepackt worden, glaube ich. Da unten hat man auf jeden Fall gesehen, dass da so komische Lichter sind, so komische Lichtstrahle, die dann nach unten gehen. Das ist auch richtig, richtig weird. Und jetzt renne ich eben wieder ins Stadion hinein, ja, mit Joe Hart. Und er ist jetzt, ist er auf den Ball fokussiert? Nein, jetzt ist er wieder auf den Ball fokussiert. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ich muss jetzt einfach mal schauen, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Und ja, da genau, da ging es jetzt wieder. Vorhin habt ihr gesehen, mit Adrian konnte ich nicht weiterlaufen, aber jetzt konnte ich weiterlaufen. Und ich kann einfach überall hinlaufen. What the fuck? Was ist das eigentlich für ein geiler Glitch? Ja, und irgendwann kommt ihr dann durch diese Tribünen durch und dann seid ihr eben hier sozusagen, ja, im FIFA-Weltall sozusagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall seht ihr da links auch diese, ja, das ist, was ich meinte, diese Lichter da, die so nach unten ziehen. Sehr, sehr komisch. Und ich drücke eben wirklich die ganze Zeit eigentlich auch L2, R2. Und da sind dann auch diese Pfosten und so. Also man sieht schon, wie das Ganze programmiert ist. Und ich finde es einfach nur richtig krass, dass man da hinkommt. Da auch wirklich gute Aufnahmen eigentlich vom Stadion. Ich laufe da sozusagen jetzt in den Sitzen herum. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu genau sagen soll. Es ist einfach mega verbuggt. Ich laufe da jetzt so im Kreis. Und wo ich jetzt gleich hinkomme, das ist auch nochmal mega, mega cool. Da bin ich jetzt unter der oberen Tribüne, also auf der unteren Tribüne sozusagen. Jetzt bin ich unter der untersten Tribüne auch drunter und da sieht man jetzt den Spielereingang. Ey Leute, wie geil ist das? Ich bin jetzt einfach im Spielereingang von FIFA 18 in diesem, ja, wo die einfach einlaufen und da seht ihr jetzt schon, da wäre ich auf einmal ganz weiß. What the fuck? Keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber dieser Glitch ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Also was sich EA da schon wieder einfallen lassen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, möglich, außerhalb des Stadions zu gelangen. Die genaue Abfolge ist schwer zu erklären, beziehungsweise die gibt es einfach nicht, weil es bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist, weil das Spiel halt einfach ein bisschen anders reagiert, sage ich mal, auf die Tastenkombinationen, die man eingibt. Aber macht auf jeden Fall mal den Anfang genauso wie ich. Also so, dass Neymar eben nicht mehr zu sehen ist und dass ihr den Torwart habt und dann versucht ihr einfach mal rauszurennen. Vielleicht geht es ja beim einen oder anderen. Und ja, Freunde, das war es an sich jetzt auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich finde es einfach nur richtig, richtig krass und das musste ich euch natürlich zeigen. Ey, sowas kann ich euch nicht entgehen lassen. Und damit war es das. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, habe ich das jetzt schon gesagt. I don't know. Und dann bedanke ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt immer High Hopes und ciao.